So, ihr Lieben, wir starten direkt weiter los und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Denn es ist hochspannend. Ja, nun vielleicht, ja, aber, oder, wie auch immer, oder so. Ja, er hat sich verändert. Der gute Miles hat plötzlich Angst vor Gewitter. Ja, und vor noch ein paar Dinge mehr. Sei DL6. Aktenzeichen XY noch ungelöst, aber wir sind dabei, es zu lösen. Vielleicht. Genau, wir reden einfach mal, quatsch mal ein bisschen mit dem Guten, ne? Er hat ja keinen Gesprächspartner hier im Knast. Warum sind Sie überhaupt Staatsanwalt geworden? Sie hatten zu Ihrem Vater aufgeblickt. Sie wollten immer Strafverteidiger werden. Ja, das ist echt, das ist zwei Paar Ufer. Der Realität verschließen, wie ich, was soll das? In Wirklichkeit mag er den guten Phoenix. Mein Vater wurde mir genommen. Und da verlangen Sie, dass ich Verbrecher verteidige. Da hat er ja auch wieder. Da hast du war, Junge. Du bist nicht herzensgut. Ach doch. Wenn du nicht gerade diesen Killerblick hier aufsetzt. Jo, da wurde ein Verdächtiger festgenommen, der den Vater von ihm, Gregory Edgewood, ermordet haben soll. Es war der Mann, der mit meinem Vater im Fahrstuhl stecken blieb. Auch so ein Zufall, ne? Das war Yanni Yogi. So, so. Yanni Yogi erschoss Edgewoods Vater, egal wie wir es drehen und wenden. Und er kam auch noch davon. Und der Verteidiger boxt ihn raus. Ah, das war Robert Hammond. Der hat ihn rausgeboxt, ne? Okay, ein Motiv hätte der gute Miles. Okay, was passierte? Waren wir 3-5 Stunden lang in diesem Fahrstuhl gefangen. Und als man uns rettete, litten wir einen Sauerstoffmangel. Das ist echt krass. An den Mord konnte ich mich nicht erinnern. Ja, sei froh. Und selbst heute noch kann er sich nicht wirklich daran erinnern. Und ja, was im Fahrstuhl passiert ist. Das war der zentrale Punkt in der Argumentation von Yogis Anwalt. Ach so, er sei nicht bei Sinn gewesen. Also praktisch unzurechnungsfähig, ne? Er wurde aus Mangel an Beweisen wieder entlassen. Unschuldig. Was macht dich so sicher, dass er es war? Er begann Strafverteidiger zu hassen. Okay. Wie ist ihr Verhältnis zu Von Karma? Oh Gott, das kann eigentlich nicht gut sein. Weißt du, das war sein Mentor. Krass. Ja, das glaube ich, dass er die dir beigebracht hat, ne? Okay. Perfektionist in allen Belangen. Oh, ich mag das gar nicht. Perfektionismus. Habe ich das mal erwähnt? Ich mag das nicht so. Perfektionismus zerstört Individualität, meiner Meinung nach. Zumindest etwas. Er ist besessen davon, alles perfekt zu machen. Krass, krass. Ach, das mag ich nicht. Nein. Kein Fall, den er angenommen hat, blieb ungelöst. Doch dieser hier jetzt, dafür werden wir schon sorgen, hä? Und nicht ein Verdächtiger wurde freigesprochen jemals. Ach, abwarten. Eine beunruhigende Bilanz. es ist unmöglich für uns, das in jedem Fall eindeutig herauszufinden. Ah, ob ihr das wollt oder nicht, ne? Er macht nur seinen Job, er bringt Verdächtige hinter Gittern und zwar perfekt. Doch er hat schon eine Schwäche. Wenn das, was sie sagen, wahr ist, dann werden sie morgen schuldig gesprochen. Genau. Wir schaffen es. Jetzt soll ich Knie schlottern. Ja. Wir werden das schon schaffen. Jetzt zeigen wir ihm mal den Guten. Wir haben doch hier was bekommen. Da. So ein Brief im Tresor. Das wollen wir ihm zeigen. Schau mal. Und der war in dem Tresor vom Bootsverleiher. Ja, gell? Rache an dir. Da guck's, ja? Wer ist das überhaupt?
könnte er jemand sein, der wegen ihnen verurteilt wurde, obwohl er unschuldig war? Oh, da gibt es bestimmt eine Milliarde. Ja, das ist die Frage, ne? Das bedeutet, dass jemand anderes dahinter steckt. Aha, jetzt können sie sich an den beiden Männern rächen, die ihr Leben ruiniert haben. Genau, das war zwei Männer. Damit sind ich und Robert Hammond gemeint. Okay, wessen Leben könnte darin dadurch zerstört worden sein? Das ist ihre letzte Chance. Super. Vielleicht meint er die Verjährung des Falls DL6. Yo, was heißt da vielleicht, Mann? Ganz bestimmt. Dieser alte Mann. Hast du einen Geistesblitz oder was? Komm, schieß raus. Yogi. Könnte er Yogi sein? Ja, natürlich ist das Yogi, Mann. Der Verdächtige im Fall DL6. Jener Mann, der freigesprochen wurde, obwohl er schuldig war. So, dann fragen, wollen wir mal mehr erfahren über Yogi. Jetzt wird's interessant. Er war ein Gerichtsdiener. Wir waren rein zufällig in diesem Fahrstuhl vor 15 Jahren. Der war dabei. Oh, was ging ab hier? Der Bildschirm wackelt! Vorsicht! Erdbeben! Das war heftig. Oh ja, ich sehe es. Bevor ich wusste, was los war, fiel schon das Licht aus. Wir waren so lang dort eingeschlossen, es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Die Luft wurde immer dünner und die Dunkelheit umhüllte uns in der kleinen Kabine. Wir wurden unruhig. Hilfe. So helfen Sie uns. Kein bisschen, genau. Holen Sie uns hier raus. Ja, das ist die Frage. Schreien Sie nicht so. Das verbraucht nur noch mehr Luft. Ja, redet nicht so viel. Krass. Okay, in Amnesie. Als ich aufwachte, lag ich im Krankenhaus und starrte an die Decke. Und vor Gericht wurde Jani Yogis geistiger Zustand in Zweifel gezogen. Okay, er hat wohl die Fassung verloren. Ja, so kann man es auch nennen. Am Ende wurde diese Version angenommen und Yogi wurde freigesprochen. Mein Gott. In diesem Brief steht, er soll an Edgewood Rache nehmen. Genau, Rache. Und warum sollte er sich an ihm rächen wollen? Das ist eine gute Frage, ne? Was geht ab? In den letzten Tagen hat mich eine Sache durchgehend beschäftigt. Ja, was denn? Ich wusste nicht, ob ich es Ihnen sagen sollte oder nicht. Ja, raus mit der Sprache. Der Albtraum? Ein Albtraum. Ein Traum von der Alp. Erzähl mal deinen Traum von der Alp. Dein Verbrechen, was du begangen hast. Ich glaube, sag es mir. Genau, erzähl alles. Erzähl mir von deinem Traum von der Alp. In den vergangenen 15 Jahren hatte ich fast jede Nacht einen und denselben Traum. Oh, das ist echt heftig. Ich würde mich totsaufen. Na, Malz, da hilft nur Alkohol, da träumst du nichts, wenn du zu viel trinkst. Was ist das für ein Traum? Über die Ermordung meines Vaters in der Dunkelheit. In der Nacht! Der Dunkelheit. Ich krieg keine Luft mehr. Ruhe. Genau, das hatten wir gerade. Holen Sie uns hier raus. Was ging ab? Ich kriege keine Luft. Sie verbrauchen meine Luft. Ach du Scheiße. Was? Hören Sie auf, meine Luft zu atmen. Ich werde Sie aufhalten. Ach du Scheiße. Hören Sie auf, meine Luft zu atmen. Er greift Papa an. Dann sehe ich die Pistole zu meinen Füßen. Sie war ein Beweisstück aus dem Gericht oder gehört dem Gerichtsdiener. Ach du Kacke. Er hat die Pistole aufgehoben. Er hat die Pistole geworfen. Und dann hat sie wohl einen Schuss gelöst. Ach du verdammte Hühnerscheiße, aber nochmal.
Es ist ein Schrei, der seit 15 Jahren in seinen Ohren dröhnt. Ach, der Arme, ey. Das ist doch nur ein Traum, oder? Oh je, scheiße, Mann. Was ist, wenn ich mich irre? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn es wirklich so war. Ja, zum Selbstschutz Erinnerungen verdrängen. Vielleicht war es das. Vielleicht war es Miles, der seinen Vater getötet hat? Kann das sein, Leute? Krass. Der Fall spitzt sich zu. Aber wir müssen auf jeden Fall stoppen jetzt. Und ich sage adiamos und bleibt dran. Wow, harter Tobak, oder?